Einen wunderschönen guten Nachmittag wünsche ich euch allen da draußen zu Hause an den Handys, an den Computern und vielleicht sogar an den Fernsehern. Ja, ich war die letzten Tage sehr oft ähm, mal wieder in der Lounge erreichbar, habe das Telefon betreut, die E-Mails beantwortet und bei vielen Telefonaten, ja, wurde ich gefragt, Melanie. Warum macht ihr aktuell keine Videos mehr? Was ist los bei euch? Man hört euch gar nicht mehr. Ja, deswegen dachte ich mir, heute mache ich mal ein kurzes Video, warum das so ist. Wir haben einfach wahnsinnig viel zu tun. Das ist natürlich sehr gut für uns. Das ist auch gut für euch. Das erkläre ich euch gleich, warum. Wenn wir viel zu tun haben, dann ist das immer was Gutes. Ähm, ja, wir haben einfach. So viel zu tun, dass wir in den letzten Tagen, Wochen nicht wirklich dazu kamen, äh, Videos für euch aufzubereiten, Streams zu machen und ähm, ja, uns bei uns zu melden. Viele von euch haben es ja wahrscheinlich schon mitbekommen. Wir werden noch einen weiteren Standort mit der Kreuzfahrt-Lounge eröffnen und zwar in Buxtehude. Das wird auch schon in Kürze ähm, soweit sein. Ähm, da hatten wir vor kurzem mal einen Aufruf gemacht, dass wir Personal suchen. Ähm, ja, und äh, warum haben wir noch viel zu tun? Nicht nur, weil wir noch einen zweiten Laden aufmachen, beziehungsweise eine weitere Zweigstelle oder wie auch immer man das nennt, eine weitere Geschäftsfläche, sondern weil die Kreuzfahrt langsam, aber sicher zur alten Größe zurückfindet. Die Kreuzfahrt boomt aktuell. Um, es ist sehr viel Nachfrage nach Kreuzfahrten. Es wird sehr viel gebucht. Das ist der Wahnsinn. Man kann schon einem, von einem Kreuzfahrtboom fast sprechen. Und der Hauptgrund dafür ist meiner Meinung nach der Wegfall der Maskenpflicht an Bord. Die meisten Redereien, äh, so natürlich auch die beiden großen Player, Toy Cruises und Aida Cruises, haben, ich glaube, in der vergangenen Woche gemeldet, dass die Maskenpflicht ja jetzt Ende Mai, Anfang Juni ähm, wegfällt und auch das äh, Tragen der Masken an Bord dann nur noch freiwillig sein wird. Ja, und auch bei AIDA ist ja erst vor kurzem der äh, PCR-Test vor Ort weggefallen, was für viele auch ein Grund war zu sagen, mh, ich warte mit meiner Buchung lieber noch ein bisschen ab, denn ähm, die Angst war tatsächlich groß, dass der Antigen-Schnelltest einen Tag vorher negativ ist und man dann aber vor Ort positiv getestet wird mit dem PCR-Test. Das hat viele noch gehemmt. Da haben wir schon gemerkt, dass da ein Ruck kam, als es hieß, ähm, der PCR-Test vor Ort fällt weg, dass da doch viele wieder ähm, mutiger waren, was das Buchen betrifft. Ja, und jetzt mit dem Wegfall der Masken. Ja, findet die Kreuzfahrt langsam wieder zurück zur alten Größe. Und ähm, dadurch wird sich auch ähm, an Bord natürlich einiges am Urlaubsgefühl ändern. Viele sagen ja, boah, das mit der Maske, das hat für mich kein Urlaubsgefühl. Ich will mich im Urlaub frei bewegen. Ähm, die letzten zwei Jahre tatsächlich hat uns die Maske an Bord begleitet. Ähm, es hat zu den Bildern gehört. Ja, kannte doch unsere Bilder immer mit dem Mundschutz auf. Es hat einfach dazugehört. Und jetzt werden diese Bilder der Vergangenheit angehören, denn in Kürze werden die Masken ja auch an Bord der Kreuzfahrtschiffe zur Vergangenheit gehören. Und das ist schön. Ähm, das ist wirklich schön, denn ähm, viele Menschen sagen jetzt, jetzt hat Kreuzfahrt wieder mit dem zu tun, wie ich es von früher kenne. Ähm, und auch viele erstkreuzfahrer die jetzt natürlich anfangen lernen die kreuzfahrt doch wieder mehr in dem maße kennen wie die kreuzfahrt vor corona war ja man kann jetzt nicht sagen nach corona aktuell würde ich behaupten wir befinden uns in einer pandemiepause ich hoffe dass diese pause dann auch bald ein pandemieende ähm, ja, mit sich führt das sieht ja alles sehr gut aus ich glaube, ihr teilt alle meine Gedanken, wenn ich sage, wow, ähm, wir haben, glaube ich, immer noch wahnsinnig hohe Zahlen. Ich bin ehrlich, ich habe die Zahlen nicht mehr im Blick, aber wir hatten die letzten Woche, Teil, Wochen teilweise noch wahnsinnig hohe Zahlen und es hat irgendwie gefühlt, niemanden interessiert. Man hat gelockert, 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 gelockert und es ist einfach nichts passiert und das zeigt einfach, ähm, dass wir wohl den Virus mittlerweile sehr gut im Griff haben. Und deswegen einfach auch zur Normalität zurückkehren können. Und wo ist die Normalität wohl schöner? Als im Urlaub auf den Kreuzfahrtschiffen, wenn man auch endlich wieder drinnen sich frei bewegen kann, ohne den mund nasen aufzuhaben, ähm, bei den Theatervorstellungen sitzen kann und wieder frei durchatmen kann. Ähm, ja, das ist schon sehr schön für viele tatsächlich ein Grund, ähm, jetzt auch wieder an die Kreuzfahrtbuchung zu denken. Das war ja die letzten Wochen, Monate, Jahre für viele wirklich ähm, ja, eine große Hemmschwelle. Viele haben gesagt, Mensch, nee, also mit Maske möchte ich nicht auf Kreuzfahrt gehen. Das reicht mir zu Hause äh, absolut aus. Aber im Urlaub möchte ich das nicht auch noch haben. Zumal ja, wenn man normal in den Urlaub gefahren ist, man sich relativ frei in den großen Teilen bewegen konnte. Ja, und jetzt eben auch bei der Kreuzfahrt wieder. Ja, dementsprechend haben wir viel zu tun. Und mit dieser Normalität kehrt aber auch wieder ein bisschen andere Normalität zurück, denn. Es gab einige Sachen, die haben die letzten zwei Jahre auch gefehlt. Ne? Nicht nur dieses Urlaubsgefühl, sondern auch so ein bisschen Werftbesuche. Ja, hier hört richtig Werftbesuche. Auch das hat in den letzten Monaten, in den letzten zwei Jahren wirklich gefehlt. Die Möglichkeit, noch mal wieder auf eine Werft zu gehen. Ähm, Neubauten wurden verschoben. Ähm, Events wurden einfach abgesagt. Die wurden dann ohne, ohne Publikum quasi gemacht ähm, und auch das wird sich jetzt in Zukunft wieder ändern. Und da steht direkt jetzt am kommenden Wochenende schon das erste Event bei uns an. Wir werden nämlich ähm, ja einen, eine Werft besuchen und zwar wird es für mich, ähm, ich muss hier gerade mal kurz was tippen, ähm, für mich wird es nach Triest gehen, genauer genommen nach Monfalcone. Und ich werde am Montag, genau am Sonntag fliege ich, und am Montag werde ich das Aufschwimmen des ersten Explorer Journey Kreuzfahrtschiffes ähm, ja, begleiten. Das ist ja die neue Luxusmarke von MSC. Quasi die Yachtclubschiffe hat man sie früher genannt. Mittlerweile hat das Ganze einen Namen. Ja, und Ende, äh, Anfang Juli wird es dann auch schon auf die nächste Werft gehen. Dann geht es nämlich zur MSC Europa. Ja, alles schöne Nachrichten, wie ich finde, ähm, die dafür dazu führen, dass wir ja mehr Arbeit haben. Aber dann gibt es für euch natürlich auch in nächster Zeit wieder mehr zu sehen. Das ist natürlich richtig toll. Und alle, die es noch nicht wussten dass ihr jetzt ohne Maske wieder an, Kreuz, an Bord von Kreuzfahrtschiffen könnt. Jetzt wisst ihr Bescheid, ähm, wobei wir das ja auch in den letzten Wochen schon kommuniziert haben, was eigentlich bis überall durchgedrungen sind, sein sollte. Aber ja, das ist mal so ein bisschen, warum man von uns in letzter Zeit wenig gehört hat. Das habe ich die letzten Tage in fast jedem Telefonat vorgeworfen bekommen. Melanie, warum hört man von euch nichts mehr? Ja, jetzt wisst ihr Bescheid. Ja, ansonsten äh, gucke ich mal. Ich habe ja gesagt, ich möchte ein bisschen mit euch quatschen. Mm. Wir gucken mal, was hier ähm, so für Kommentare kommen. Hallöchen, Mutti. Ja, hallöchen. So. Hallo von der Costa Venezia. Ja, ein Hallo zurück. Auch Costa äh, verzichtet ja ab Anfang Juni auf die Maskenpflicht. Auch hier. Verabschiedet man sich ähm, bald von der Maske? Da bin ich echt. Ich bin mal gespannt, wie so die ersten Feedbacks von, ähm, von Bord dann sein werden, wie sich das wieder anfühlt. Ähm, auch wir werden da natürlich bald drüber berichten. So, Halli, hallo, schön, dich mal wieder zu sehen. Ja, vielen Dank. Ähm, moin Melanie, schön dich zu sehen. Oh, dir, lieber André, noch alles Gute nachträglich zum Geburtstag. Ähm, ich habe dich gestern nicht vergessen. Ich bin irgendwie nur nicht dazugekommen und am Ende habe ich es auch vergessen. Aber ja, Andrea hatte gestern Geburtstag, also gerne alle mal nachträglich hier gratulieren. Wie sieht es bei der Impfpflicht aus? Ähm, ja, die bekamen die Impfpflicht. Da hat sich bisher nichts dran gerüttelt. Es gab äh, eine Kreuzfahrt von mein Schiff und zwar die Kelly Cruise, wo man die Impfpflicht ausgesetzt hat. Ähm, da hat man aber ganz klar gesagt, okay, die Bedingungen für die ungeimpften Gäste, die äh, werden da deutlich härter. Man muss jeden Tag einen Test machen äh, und lauter solche Sachen. Also ähm, an der Impfpflicht aktuell hat sich nichts getan auf Kreuzfahrten. Aber zur Impfpflicht möchte ich auch was sagen. Äh, ich gehe jetzt noch mal zurück zum letzten Kommentar. Ähm, wir wären ja eigentlich letzte Woche auf Vaida Perla gewesen, auf unserer Gruppenreise. Die Gruppenreise hat auch stattgefunden, allerdings ohne uns. Denn auch wir hatten... Ähm, Corona zu Hause. Genau, unsere Kids hatte es erwischt. Die hatten einen positiven Test und ähm, sind beide geimpft. Der Große geboostert, auch Pascal und ich sind geimpft und geboostert. Und ähm, die hatten beide, der Kleine, ganz wenig Symptome. Also. Selbst ich als Mutter hätte gesagt, er hatte keine. Aber er hat, er war sich sicher, er hatte Symptome, er hatte äh, gesagt, er hatte Halskratzen. Ein bisschen an der Stimme hat man es gehört, Der große hatte gar nichts, null, nada, Jente. Ähm, und wir haben uns nicht angesteckt. Ja, obwohl wir unsere Kinder nicht von uns isoliert haben, obwohl wir sie nicht von uns weggedrückt haben, wir haben ganz normal mit den beiden weitergelebt. Aber wir haben uns nicht angesteckt, aber deswegen konnten wir natürlich nicht auf die Gruppenreise, weil wir waren Kontaktpersonen und die Gefahr, dass wir vielleicht doch ähm, das hätten kriegen können, war da und deswegen sind wir zu Hause geblieben. Aber das mal zum Thema Impfen. Julian hat einige ähm, Klassenkameraden auch gehabt, die auch Corona hatten, die deutlich mehr Symptome hatten, die teilweise richtig flach lagen mit hohem Fieber und allem drum und dran. Das ist natürlich jetzt auch immer von Mensch zu Mensch unab. Also ab unterschiedlich, wie die ganzen ähm, Symptome und Krankheitsverläufe sind. Aber mir zeigt das okay, es waren ein paar ungeimpfte Kinder dabei, die hat es un umgehauen. Unsere Kinder sind geimpft, die hat es nicht umgehauen. Im Gegenteil, die hatten nichts. Ähm, so dass ich da auch ähm, nach wie vor grundsätzlich hinter der Impfung stehe. Ich persönlich ähm, solange ich mich jetzt nicht alle drei Monate nachimpfen muss. Aber auch das ist ja aktuell jetzt nicht so das Thema. Man redet zwar vom, von der vierten Impfung, aber da geht es ja hauptsächlich um ähm, Risikogruppen. Ähm, also, wir haben selbstverständlich größtes Verständnis dafür, dass ihr keinen Stream machen könnt, wenn ihr positiv viel zu tun habt. Wir haben euch trotzdem lieb. Genau, wir haben immer positiv viel zu tun. Und wie gesagt, wir hatten ja, wir waren ja sogar, also Pascal und ich nicht, aber unsere Kids positiv. Hugo, yeah. Ähm, wo ist Pascal heute? Der Gott aller Götter fehlt hier. Ähm, der, Pascal, der nimmt sich diese Woche eine kleine Auszeit. Ähm, unser Großer, der hat äh, diese Woche Abi frei und die sind jetzt, ähm, machen zusammen eine Männertour. Genau. Die sind unterwegs. Und ähm, Pascal ist da zwar nach wie vor auch am Arbeiten, aber das Internet ist da, wo er es nicht so gut, dass er jetzt streamen könnte. Deswegen habe ich das heute mal übernommen. Heute mal ein bisschen weiblicher als sonst. Ne? Äh, Grüße von der Costa Venezia, bin seit einer Woche hier und hier trägt fast keiner Maske auch drin und im Theater. Ähm, aber eigentlich sollte es ja noch der Fall sein. Ne? Ich glaube, Costa hatte gesagt, ab 1.6., dass die Maskenpflicht wegfällt. Aber wenn du sowas aussprichst, zack, geht es und die Masken werden hoffentlich nicht wörtlich über Bord geworfen, sondern nur so gedanklich. Ne? Lasst lieber wieder ungeimpft an Bord, von denen geht doch nun die geringste Gefahr aus, sonst habt ihr bald keine Gäste mehr. Ja. Also, ähm, ich glaube, weder die Redereien noch wir können uns äh, über äh, mangelnde Gäste gerade beschweren. Wie gesagt, ähm, es boomt gerade ordentlich und ähm, es steht ja jedem frei, sich impfen zu lassen. Ne? Nur, nur mal so dazu. Ähm, und wer sich nicht impfen lassen möchte, ich glaube die mehrzahl aktuell ist sogar geimpft in deutschland ich kenne die, die, die zahlen nicht die genauen aber ich glaube tatsächlich dass die mehrzahl der menschen doch geimpft ist und es geht ja auch nicht immer nur um sich selbst beim impfen sondern vielleicht auch um die gemeinschaft ähm, man hat es ja auch bei anderen krankheiten in der vergangenheit schon gesehen dass die durch impfungen eingedämmt werden konnten und ähm, ja nicht impfer profitieren dann natürlich immer von denen, die sich impfen lassen. Also muss man halt auch mal dazu sagen, möchte man Teil einer Gemeinschaft sein und dazu beitragen oder möchte man ähm, davon profitieren, einfach nur, dass andere etwas tun, was man selbst nicht möchte. Und dann profitiert man ja auch vom allgemeinen Wohl. Ja, das ist meine Meinung dazu. Ja. ja, sagt der André, hier fangen schon wieder die Privatgespräche zwischen André und André an. Pascal ist doch zurzeit ohne festen Wohnsitz, genau, ist doch mit dem Womo und Hund auf der Suche nach Wasser an Nord- und Ostseeküste. Genau, das macht er. Und großer Sohn und allergrößtes Kind sind aktuell an der Ostsee unterwegs. Hi Melanie, hallo Facebook-User. Hm. Huhu Melanie, hallo Andreas, hallo Melanie, hallo Nat. Hallo Mutti, jetzt fehlt nur noch ein Ende der Testpflicht. Genau, das wurde jetzt noch nicht kommuniziert, aber ich glaube ehrlicherweise daran, dass es früher oder später auch das kommen wird, ähm, dass man einfach zur Normalität zurückfindet, dass man irgendwann die Pandemie als, Ende, als beendet erklärt und dann ähm, auch, auch das wegfällt. Man sieht es ja jetzt schon in den Schulen und so, da gibt es auch keine Testpflichten mehr. Ähm, ich glaube auch, man wird es jetzt beobachten mit den Masken und dann wird man weitersehen. Aber kommuniziert in die Richtung ist natürlich noch nichts. Es wäre auch schön, wenn die Impfpflicht auch abgeschafft würde. Muss man abwarten. Hab den Anfang verpasst. Wieso wart ihr so lange ruhig? Weil wir so viel zu tun haben. Hallo Melanie, wie ist es mit den Masken bei MSC? Ähm, MSC hat meines Wissens darüber jetzt noch nicht kommuniziert, dass ich in dem Bereich etwas tut. Ich habe gerade, äh, bevor ich den Stream gesta gestartet habe, tatsächlich da auch nochmal nachgeguckt, ob ich dazu was finde. Ähm, habe ich aber tatsächlich nicht. Also aktuell ist das wohl da noch offiziell so, ähm, dass da noch die Maskenpflicht in den Innenräumen besteht. Kurze Frage, sind die Waschsalons auf Nova und Costa wieder geöffnet? Ähm, Weiß ich gerade aktuell nicht aus dem, aus dem Kopf. Also falls jemand gerade auf Nova oder Cosma ist, gerne mal. Aber ich meine, die sind wieder geöffnet. Ich kann es aber nicht sicher sagen. Danke, Melanie, für die Glückwünsche. Ja, sehr gerne. Auf der Nova sind beide geöffnet, stand letzten Samstag. Ja, sehr schön. Auf der Venezia ist wieder alles wie früher, auch an der Bar sitzen. Ja, das ist schön. Ich finde dieses, es ist wieder wie früher, finde ich schön. Nicht alles, was früher auf Kreuzfahrt war, fand ich gut. Es gab auch Dinge, die ich während Corona, jetzt die letzten zwei Jahre, auf Kreuzfahrt sehr genossen habe. Zum einen. Für den Passagier, für mich als Gast, äh, fand ich die geringere Belegung tatsächlich ganz nett. Ähm, man hatte mehr Platz. Ich fand auch bei Aida zum Beispiel das Bedienen in den Restaurants, fand ich sehr schön. Aber auch da ist man ja mittlerweile zum Buffet auch schon seit langem zurückgekehrt. Ich fand das aber ganz nett tatsächlich. Kann man bei euch eigentlich auch äh, eigentlich schon Arosa buchen? Ja, aber ach so, du meinst die Arosa-Ressorts. Nein, nur die Schiffe. Wir sind da aber auch aufgrund dessen, dass hier so viel aktuell passiert, da nicht weiter jetzt hinterhergegangen, dass man auch die Arosa Resorts buchen kann. Daher die Schiffe, ja, die Resorts äh, im Moment noch nicht. Aber auch hier wird sich bei uns in nächster Zeit ein bisschen was tun. Also es wird einiges ähm, in nächster Zeit peu à peu, Stück für Stück kommen, ein paar Änderungen. Genau. Schnucki, die Fragen, ob die Waschsalons offen sind. Du bist ja gerade auf der Nuva. Genau, auf der Nuva sind sie offen, haben wir gerade schon die Antwort bekommen. Pascal, der antwortet hier: Auch Arosa kann man buchen in der Kreuzfahrt-Lounge. Äh, genau, Pascal, ich glaube, aber das ging tatsächlich um die Ressorts, weil wir das ja auch mal ähm, zum Jahresanfang in den Raum gestellt haben, dass wir uns da vielleicht in die Richtung verändern wollen. Danke, gerne. Was ist die bessere Route? Aida Winter im hohen Norden oder mit Tui mein Schiff 3, waren noch nie dort, auch nicht im Sommer, bin im Zwiespalt mit mir. Da wird dir jeder eine andere Meinung zu sagen. Der eine wird sagen, Aida die Route ist besser, der nächste wird sagen, die mein Schiff 3 Route ist besser. Ähm, liegt einfach daran, dass Geschmäcker verschieden sind. Ähm, die Routen sind beide toll. Und wenn du beide noch nicht gemacht hast, ist es eigentlich egal. Also, auch wenn du im Sommer noch nicht in Norwegen warst, ist die Route eigentlich erstmal egal, kannst du hinfahren. Ist, wie gesagt, Geschmackssache. Und ähm, einige werden sagen, die AIDA-Route ist besser, weil AIDA auf dem Schornstein steht. Da ist es dann auch egal, wo das Schiff hinfährt. Und andere werden sagen, äh, die Mein-Schiff-Route ist besser, weil äh, das Tui-Lächeln auf dem Schornstein ist. Und. Ähm, da ist dann auch die Route egal. Deswegen, also man kann da nicht pauschal sagen, das ist besser, das ist schlechter. Das liegt immer auch am persönlichen Geschmack, was man sehen möchte, ähm, wo man hin möchte. Man muss natürlich AIDA äh, zusprechen, dass sie, was Winter im hohen Norden betrifft, gerade die Winterkreuzfahrten da oben schon ein bisschen mehr Erfahrung haben. Die machen das ja jetzt schon einige Zeit, während ähm, Mein Schiff 3 diese Wintertouren in Norwegen ja dieses Jahr zum ersten Mal gemacht haben. Uh, Pascal aus dem Off-Top, dann melde ich mich die Tage mal bei euch. Genau, also wenn du Arosa-Schiffe buchen willst, die Flussschiffe, wenn du Arosa-Resort buchen willst, brauchst du dich nicht melden. <laughs> um, wie ist das aktuell mit dem Zeitraum nach der letzten Boosterimpfung? Muss man sich die vierte Impfung noch vor der Reise holen, damit man nicht über die 270 Tage kommt? Um, kann ich so pauschal jetzt gar nicht. Es gibt ja keine Pflicht für den vierten Booster. Danke für deine Aussage zum Thema Impfen. Ja, sehr gerne. Ohne Maske ist endlich wieder das gegenseitige Lächeln zwischen Pax und Co zu sehen. Genau. Ähm, ich hatte mir mal einen Spaß erlaubt und hatte auf irgendeinem Schiff die Masken mit einem Lächeln bemalt, weil es gibt viele Menschen, bei denen erreicht das Lächeln auch die Augen. Äh, es gibt Menschen, da packt das lächeln, das nicht die Augen zu erreichen. Nee, aber es, es stimmt schon, so mit einem lächeln im Gesicht, ähm, es ist schon alles wieder viel schöner. Vor allem, äh, was mir aufgefallen ist, manchmal ist, treffe ich jetzt Menschen, die kenne ich nur mit Maske, ich erkenne die gar nicht ohne. Ich finde, wenn diese, diese Partie vom Gesicht unterhalb der Augen wegfällt, ähm, sieht ein Mensch teilweise ganz anders aus. Ich wäre für ein Ende der Tests ab 10.7. Ich glaube nicht, dass das so schnell kommen wird. So, der Patrick sagt zu den Waschsalons, André Steuer, ja, auf Deck 5, ähm, Deck 10 war geschlossen. Wenn ihr auf einem Schiff seid, bewohnt ihr nur noch Suiten? Nein, wir bewohnen nicht nur noch Suiten, wir bewohnen auch äh, normale Kabinen. Also jetzt gerade zuletzt auf der Cosma hatten wir zwei Balkonkabinen. Wir gehen jetzt ähm, in den Sommerferien auch mit den Kids zusammen äh, eine Runde Mein Schiff fahren. Die haben momentan auch sehr gute Angebote übrigens für Familien. Also auch die Schiff 6 wird wieder so ein bisschen zum Familienschiff dieses Jahr. Könnt ihr euch gerne mal anschauen? Habe ich gerade vorhin auch äh, noch einen Beitrag zugemacht. Und ähm, da haben wir auch Balkonkabinen. Dann gehen wir auf die Arosa. Da haben wir auch Balkonkabinen. Also wir bewohnen nicht nur noch Suiten, nein, wir bewohnen auch noch andere Kabinen. Immer das, was frei ist, was uns gerade gefällt. Was es uns wert ist, wo wir sagen: Ja, da lohnt sich für uns eine Suite, da hätten wir gern eine oder nö, da reicht auch eine Balkonkabine. Das ist ganz nach unserem Gefühl, wie wir es gerade möchten. Happy Birthday nachträglich, André, genau. Vielen Dank, Herr Hofner. Äh, das entscheidet weder Suck noch die Reedereien, sondern die internationalen behördlichen Vorgaben, Flaggenstaat, die Länder der Häfen, die angelaufen werden, etc. Also, was soll immer diese Frage? Die kann dir Melanie auch nicht beantworten. Genau, das ist nämlich der nächste Punkt. Alle sagen, äh, Impfpflicht auf Kreuzfahrt soll abgeschafft werden, bitte. Ähm, bringt euch allerdings auch nichts, wenn ihr dann ihnen ungeimpft, beispielsweise auf dem Kreuzfahrtschiff könnt, aber die Länder für die Einreise in die jeweiligen Länder nach wie vor in Pflicht haben. Also da hängt ein bisschen mehr dahinter als nur der Wille von Einzelnen. Danke, André. Danke, danke, danke. Ja. Dann kommen hoffentlich auch bald wieder die tollen Besteckständer zurück. Ich habe so einen zu Hause bei mir auf dem Esstisch stehen, den habe ich auch während Corona nicht abgeräumt. Hier wird es langsam wieder voller. Die erste Woche war schön leer. Ja, die Schiffe werden jetzt auch langsam wieder ein bisschen voller. Toi hat mir eben erzählt, dass Kinder ab drei Jahren wieder in den Kids Club dürfen. Erinnere ich mich richtig, dass dann keine Windeln mehr getragen werden dürfen? Äh, die Kinder sollten, ähm, wenn sie in den Kids-Club gehen. Selbstständig zur Toilette gehen können. Ja, Die sollten keine dauerhaften Windelträger mehr sein, dass es nachts wahrscheinlich noch nicht klappt. Ist klar, aber ähm, grundsätzlich sollten Kinder in den Kids Clubs äh, windelfrei sein. Ja. Geht halt auch nicht, dass jetzt Betreuer dann auch noch anfangen, Windeln zu wechseln. Und ähm, es sind ja, die sollen ja den Kindern ein bisschen Spaß machen und jetzt nicht noch Windeln wechseln. Ne? Ihr wisst, was ich meine freue mich auf die nächste Mittelmeerkreuzfahrt, endlich dann auch wieder ohne Maske. Ja, gerade auch in den, ähm, gerade auch in den wärmeren Destinationen. Äh, wir waren ja jetzt im Winter zweimal in der Karibik. Wir waren im Orient. Ähm, also gerade wenn es warm wird, ist es ohne Maske tatsächlich dann auch schon viel angenehmer dann auch an Bord, ne? Ach, die Ressorts, da muss ich mit Björn noch reden. Wir wollten uns anrufen, haben wohl eine schlechte Leitung derzeit. <laughs> ja. Werdet ihr noch Maske tragen, wenn ihr wieder aufs Schiff geht? Grüße. Ich würde sagen, das kommt äh, immer so auf die Situation an. Also jetzt zum Beispiel, wir haben ja in den Supermärkten auch keine Maskenpflicht mehr. Wenn es mir da zu voll wird, tatsächlich trage ich zu meinem eigenen Schutz auch heute noch eine Maske. Ich habe aber auch zum Schutz der anderen, als es nicht voll war und unsere Jungs zu Hause positiv waren, musste ich ja trotzdem auch einkaufen. Ich musste ja nicht in Quarantäne geboostert, musste man das ja nicht. Ich konnte ja weiter einkaufen gehen. Aber auch da habe ich zum Schutz anderer Menschen äh, eine Maske getragen. Ich trage auch heute noch in, in Supermärkten oder sonst wo eine Maske, wenn ich mich nicht wohlfühle, wenn ich der Meinung bin, es könnte was sich anbrauen. Ähm, Finde ich grundsätzlich keine schlechte Idee, auch wenn man jetzt Corona mal außen vor lässt. In Japan hat man das seit Jahren auch in anderen Ländern, dass wenn man sich nicht wohlfühlt und erkältet ist, dass man eine Maske trägt. Und äh, so könnte ich mir das auch so für mich für die Zukunft vorstellen. Also ich glaube, auch auf Kreuzfahrtschiffen, je nachdem, wo man hingeht, was man macht, wenn es da zu voll wird, zu eng wird und dann womöglich noch der eine oder andere hochumhustet, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass ich da noch eine Maske anziehe. Ja, definitiv. Vor allem, damit ihr mich dann auch erkennt. Viele erkennen uns ja ohne Maske gar nicht mehr. Plant ihr eine neue Gruppenreise? Ähm, ist nicht auszuschließen. Also im Moment haben wir nichts Konkretes in der Planung, aber es ist nicht auszuschließen, dass wir das nochmal planen. So diese Die letzte, im letzten Jahr wurde komplett abgesagt, die dieses Jahr musste ohne uns stattfinden. Also es ist alles so ein bisschen, war wieder ein bisschen mehr ruhigeres Fahrwasser reinbringen. Nein, sind die Tage mit meinem Schiff unterwegs, da haben wir keine Suite. Auf Aida Weihnachten auch nicht, bei Arosa ebenfalls nicht. Wir hatten ja gesagt, dass wir einmal alle Suiten zeigen, das haben wir nun gemacht. Genau. Wobei ich rein vom Schiff die Mannschaft 3 mit dem Indoor-Pool bevorzugen würde bei Winter im hohen Norden. Ähm, genau, die Mannschaft 3 hat einen Indoor-Pool, das stimmt. Äh, genau, Melanie, ihr habt eure Videos aus Kitzbühel gesehen und wollte das Skiurlaub für diesen Winter buchen. das Hotel sah echt klasse aus. Ist auch ein wirklich tolles Hotel, muss man, muss man sagen. Also, ich glaube, wir wären auch nicht. Wir hatten ja eigentlich gebucht für. Ostern hatten das dann aber doch nochmal storniert und umgeworfen. Und äh, da wir uns ja dann ein Wohnmobil gekauft haben und ähm, ja. Hallo Melanie, wann fährt da Ida wieder nach Kanada? Weil die Kanada-Kreuzfahrten ähm, ja ab den USA quasi durchgeführt werden, äh, fährt da Ida da erstmal nicht mehr hin, da Ida äh, keine Hilfen in den USA mehr anfährt. Wird tendenziell der rabattierte EZ auch wieder wegfallen, wenn alle, alles Richtung normal geht? Ich denke schon, dass das so sein wird, ja, dass man den auch wieder ähm, weghaut. Vielleicht hat aber auch die eine oder andere Rederei während Corona gemerkt, dass es doch einen sehr großen Markt für Alleinreisende gibt. Ich für die Diskussion täglich am Telefon. Wirklich täglich, dass Alleinreisende sich natürlich immens über den Einzelzuschlag aufregen. Ich glaube aber schon, dass es auch hin und wieder Angebote geben wird mit rabattierten Einzelzuschlägen, je nach Auslastung und so. Ne? Aber vom Großen und Ganzen her glaube ich auch, dass das auch wieder in alte Richtungen gehen wird. Liebe Grüße aus Wisby von der Mein Schiff 6. Ja, liebe Grüße nach Wisby, lieber Andreas. Na? Maskenpflicht für Grube steht noch weiterhin. Ja, wahrscheinlich ist die MS3 auch der Sphinx-Klasse in vielen Dingen überlegen. Da muss man schon ehrlich sein, wobei ja wahnsinnig viele Leute die Sphinx-Klasse vergöttern. Da mache ich aber nicht mit. Ja, da meldet der Pascal sich wieder zu Wort. Dem kann ich nichts widersprechen. Dann kommt der erste schon. Sphinx-Klasse ist super. Wisst ihr schon was über die neuen Suitenleistungen bei AIDA? Äh, ja, jetzt im neuen Katalog wurde da ein bisschen was angepasst und zwar, äh, dass bei der Penthouse Suite die Minibar inklu inklusive ist, ja und ähm, dass die Fastlane nur noch nach Verfügbarkeit angeboten wird. Das ist das, was ich in den Suitenleistungen gelesen habe. Aber da wird, denke ich auch, ähm, früher oder später noch generell ein bisschen was angepasst werden. Da wird definitiv, ja, da kommen Änderungen. Ähm, aber ich glaube auch, dass Aida die letzten Monate andere Dinge zu tun hatte, als daran jetzt zu arbeiten. Danke, gerne. Gerne geschehen, Mutti. Dein Hofner steht dir wie immer zur Seite. Das ist sehr nett von dir. Aber nicht jeder mag die Sphinx und Schnucki. <laughs> genau, das ist richtig. Äh, gibt es noch Poolbegrenzungen, Anstellen am Pool? Ähm, also ich weiß von Poolbegrenzungen, ja, dass es die gab oder vielleicht sogar noch gibt. Ähm, ich war jetzt auch ein paar Tage nicht mehr an Bord gewesen. Ich war zuletzt im Winter, da gab es das noch. Ich musste allerdings noch nie anstehen tatsächlich. Einzelzuschläge sind nicht planbar, die kommen und gehen, wie die Reedereien wollen, aber zumeist eben auch abhängig von der Auslastung. Genau. Aktuell auf der Nova nicht nur eine grundsätzliche Begrenzung von 32 Leuten kontrolliert, keiner mehr. Äh, ja, ich, also ich weiß, im Winter 2021, da hat man das schon stark kontrolliert, da hat man wirklich geguckt. Jetzt im letzten Winter, äh, habe ich das auch nicht erlebt, dass das stark kontrolliert wurde. Es gab ja dann auch die Einlässe zum Beispiel im Beachclub nicht mehr, während man im Winter 2021 ja auch wirklich geguckt hat, dass nicht mehr als 200 Personen gleichzeitig sich im Beachclub aufhalten. Das ist ja alles schon deutlich lockerer als zu Beginn der Pandemie. <laughs> so, der Pascal und der Tom, die sind sich einig. Der Tom möchte bitte einmal eine Mail schreiben an Pascal. Überlegen wegen einer Winterreise in die Karibik oder Orient mit Kind sechs, welche Route beziehungsweise das Schiff würdest du empfehlen? Ähm, pauschale Empfehlungen ist immer schwer zu geben. Sowohl die Karibik ist, ist schön als auch der Orient ist schön. Sie könnten aber grundsätzlich nicht unterschiedlicher sein, als sie sind. Und auch was das Schiff betrifft, ähm, liebe Karina, ich kenne dich nicht ich weiß nicht was deine Vorlieben sind auf was du we wert legst im Urlaub deswegen da pauschal Aussagen zu treffen ist unmöglich aber melde dich einmal hier äh, da bei uns in der Kreuzfahrt Lounge die Telefonnummer siehst du in der Mitte da kannst du auch gerne eine WhatsApp hinschicken oder eine E-Mail schicken und dann beraten wir dich da gerne was da zu euch und eurer Familie am besten passt, ob ähm, Karibik oder Orient wird äh, und auch welches Schiff, welche Reederei zu dir am besten passt zu euren Bedürfnissen. Äh, das macht mehr Sinn, weil pauschale Aussagen äh, da kann man nur Fehler machen, da kann man nur falsch liegen. Ist einfach so. Moin, ja guten Moin, Herr Scherz, guten Moin. Auch komisch. So, und dann haben wir hier noch den Pascal, der auch zur Karina sagt, ruf mal in der Lounge an. Genau. Denn nicht jedes Schiff passt zu jeder Person und nicht jede, jedes Reiseziel ist das, was man eigentlich möchte. Und gerade Orient und Karibik könnten unterschiedlicher eigentlich gar nicht sein. Deswegen ähm, braucht man dann ein bisschen mehr Informationen, als nur, dass man in Urlaub fahren möchte. Ja, das war's hier auch schon äh, mit den Kommentaren. Äh, dann sind wir auch soweit schon durch. Genau. Ich wollte euch einfach mal ein Feedback geben heute, warum man so lange nichts von uns gehört hat und ähm, was auch der Grund dafür ist, warum momentan eine unheimlich hohe Nachfrage an Kreuzfahrten ist. Und ähm, ja, ich finde das gut. Ich finde es wirklich gut, dass die Maskenpflicht wegkommt, denn ähm, wir sehen es ja auch im Alltag, dass es funktioniert. Und ähm, ja. Melanie, wir brauchen noch einen Abwasserschlauch. Gibt es bei Berger Camping? Auf geht's, ab geht's. So, das war jetzt meine Aufforderung, dass ich äh, das Büro verlassen soll, mich in mein Auto setzen soll und zu Berger Camping fahren soll, um einen Abwasserschlauch äh, zu holen, damit wir das Abwasser aus dem Wohnmobil entsorgen können. Ja, man kommt zu nichts, nicht mal dazu. Ja. Vielen Dank, Modi, und hoffentlich äh, bis hoffentlich sehr bald. Lesen fällt mir auch schon wieder schwer. Ja, ich wünsche euch ähm, eine ganz tolle Woche. Heute ist Dienstag, morgen ist Mittwoch und dann ist Feiertag. Zumindest hier bei uns ist es ein gesetzlicher, ganz also überall in Deutschland. Ich weiß es gerade gar nicht. Also bei uns ist auf jeden Fall Feiertag. Wir haben langes Wochenende und ähm, ich wünsche euch da ganz viel Spaß, hoffentlich auch ein bisschen Sonne. Und äh, wo auch immer ihr hinfahrt, denkt an uns, wenn es um euren nächsten Urlaub geht. Also, bis dann und ähm, ruft uns an. Wir schicken euch aufs Schiff. Ne? Tschüss.